West Wing, herzlich willkommen in unserem Zuhause. Kommt rein. Hallo, ich bin Caroline Bay. Ich bin Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin und gerade frisch in dieses wunderschöne Haus gezogen. Ja, wir befinden uns hier ein bisschen außerhalb von Berlin. Und wir sind hier zu fünft. Mein Mann, meine Kinder und unser Au-pair-Mädchen. Wir haben vorher mitten in der Stadt gewohnt, in einer sehr schönen Wohnung, aber halt mitten in der Stadt an einer befahrenen Straße. Und irgendwann sind wir so zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, Mensch, weißt du, irgendwie für die Kinder wäre es schon schön, wenn man ein Haus hätte mit einem Garten, wo die einfach rauslaufen können, ohne dass man sagen muss, oh, warte, das Auto. Oder, oh Gott, da kommen Radfahrer. Wo die einfach spielen können, wo die rausgehen, auch mit dem Fahrrad oder mit dem Roller. Oder schaukeln können oder aufs Trampolin steigen. Und das haben wir dann, Gott sei Dank haben wir dann dieses Haus gefunden und diesen Traum wahr werden lassen. Also das Tolle ist, dass wir uns hier in diesem Haus komplett neu erfinden konnten. Also wir haben einen neuen Stil gefunden und etwas, was wir so selber so als erwachsen bezeichnen. Irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie wir finden das so, das ist so ein bisschen erwachsener und es ist ein bisschen geradliniger. Was wir hier gemacht haben, auch mit der Einrichtung und all den Materialien und dem Holzboden und den Stoffen und so, das ist das, was uns in diesem Moment total entspricht. Also ich finde den neuen Esstisch, den wir haben, den finde ich grandios, weil der 6 Leute als auch 8 Leute unterbringt. Und diese Form ist so schön, weil es so anmutig ist. Es ist nicht so, ja, es ist nicht hart, es ist irgendwie elegant und es hat so einen Schwung. Es ist irgendwie, finde ich, ganz besonders. Und dann gibt es noch diesen wunderschönen Teddy-Schaukelstuhl. Der ist so super. Also da setze ich mich rein, lese ein Buch und der ist so weich und so warm und so schön und der ist toll, ja. Das ist auch ein sehr favorisiertes Piece, wenn meine Freundin, die Modebloggerin ist, sagt, Caro, mach am besten hier jetzt ein Foto. Jetzt, pass auf, warte, ich hole noch einen Drink. So. Und irgendwie, es ist so ein richtig tolles, stylisches, aber super gemütliches Teil. Die Möbelstücke, die wirklich älter sind, die haben alle irgendeine Bedeutung, also eine emotionale Bedeutung für mich. Zum Beispiel das Klavier. Das ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, aber es ist das Klavier, mit dem ich groß geworden bin, auf dem mein geliebter Papi Klavier gespielt hat. Und insofern wird dieses Klavier auch immer hier irgendwie bleiben. Diese Kommode, die hat auch, also ich finde sie erstmal wunderschön und die habe ich mir mit Anfang 20 so von einer meiner ersten Gagen gekauft. Da habe ich an der Ostsee was gedreht und dann war ich in diesem kleinen Antiquitätenladen und habe die entdeckt und habe mein ganzes Geld für diese Kommode ausgegeben. Im letzten Jahr haben wir natürlich unheimlichen Wert darauf gelegt, dass wir das Innere des Hauses richtig cozy und schön machen und gestalten. Und jetzt in diesem Jahr werden wir den Garten angehen. Und ich freue mich schon unheimlich auf die erste große Gartenparty. So sieht's aus.